Ganz tief in die Mottenkiste deutschen Liedguts greifen Augenweide aus Hamburg. Hier werden mittelalterliche Minnesänger wie Walter von der Vogelweide oder Freiheitslieder aus den Bauernkriegen wieder zum Leben erweckt. Dabei behält die Gruppe nicht nur die altertümlichen Texte zum Teil bei, sondern versucht ihre Musik auch wenn möglich auf originalgetreuen Instrumenten zu spielen. Sie scheuen aber auch nicht vor Verstärkern zurück. Ähnlich wie Fairport Convention, Steely Span oder Pentangle für England bewahren Augenweide für Deutschland sehr alte Folk-Traditionen und beleben sie mit eigenen Ideen. Inhaltlich und stilistisch prägen sie so nahezu alle deutschen Folkbands nach ihnen. Ich glaube, dass jetzt allmählich das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein zur eigenen Sprache zum Beispiel, auch zur eigenen Literatur zurückkehrt. Das ist auch ein Grund, warum wir uns zum Beispiel vom englischsprachigen Singen abgewendet haben und zur deutschsprachigen Musik gegangen sind. Weil wir früher einfach das Selbstbewusstsein nicht hatten. Man hat englische Sachen übernommen auf unserem Gebiet und nicht deutsch gesungen. Und wir haben uns gesagt, warum nicht? Es ist blödsinnig eigentlich. Und diese Art von Patriotismus, die finde ich also durchaus gesund und normal. Das ist ja auch ein Patriotismus, wenn man das Gefühl hat, das Bedürfnis hat, sich in seiner eigenen Sprache auszudrücken. Ihr dürft mich willkommen heißen, was ich mitbring, ist ein neuer Ton. Eure hier bislang bekannten Weisen sind nur heiße Luft, was ist das schon? Allerdings die Kasse muss schon stimmen, oder etwa nicht. Geht ihr solchermaßen schlicht und schlicht, aufgepasst, was ich euch hören lasse. Ich will unseren deutschen Frauen vor den Augen aller Welt ein Podest bis an den Himmel bauen, gratis ohne Geld. Edelmut und Würde ruhen sich und kennen keinen Preis, was dem Sänger schon genügen würde, wer kleiner Gruß ein Gunst erweist. Viele Länder hab ich durchmessen, in den schönsten ging ich ein und aus. Einen Besen wollt ich fressen, denn's mir dort so wohl wie zu Haus. Fremde Länder sitten, ließen mich im Grunde kühl, unvergleichlich bleiben unbestritten, deutsche Umgangsart und Lebensstil. Aus der Ferne angesehen, so schön wie aus der Nähe.